Dann dürfen wir unseren nächsten Redner vorstellen. Das ist Wolfgang von der Allnet, Wolfgang Natzer. Der ist, was bist du? Generaldistributor für Jeling-Telefone. Ja, sowas. Sowas in der Art. Allnet ist einer der größten, was IP-Telefonie-Equipment-Verkauferei auch betrifft in Deutschland. Wird wahrscheinlich jeder schon mal irgendwie gehört haben, der mal versucht hat, ein Telefon zu kaufen von verschiedenen Firmen. Und Wolfgang ist der Produktmanager für die Jeling-Telefone und wird uns die hoffentlich vorstellen. Genau. Dann darf ich Sie heute auf meiner Seite gerne nochmal begrüßen. Danke an die beiden Paketbrüder, dass ich heute hier eine Viertelstunde oder 20 Minuten Zeit habe, ein bisschen was über die Allnet zu sagen, die Jeling-Telefone vorzustellen und dann zum Abschluss meiner Präsentation noch ein neues Produktfeld von Jeling mit ansprechen, wo man mehr sieht, als dann dementsprechend hört. Jeling sagt selber, dass sie der Global Leading UC Terminal Solution Provider sind. Das ist ein schönes Wort. Das hat der Matthias schon gesagt. Da bin ich, so bin ich zu erreichen. Ich bin Produktmanager bei der Allnet, beschäftige mich neben Jeling auch noch mit Grandstream und Polycom. Noch zwei, drei innovativen neuen Anbietern, die in dem Bereich in den nächsten ein, zwei Jahren mit Sicherheit eine größere Rolle spielen. Ich teile mal mit einem Kollegen die Leitung von dem Produktmanagement. Das heißt also, wir sind nicht nur in irgendeiner leitenden Funktion, sondern das ist eher nebenbei. Hauptaugenmerk unserer beiden Tätigkeiten ist schon das Produktmanagement und der Vertrieb der Produkte. Wir haben ein Team von 10 Personen. Die sind dementsprechend unterteilt. Es gibt Spezialisten für Headsets, für Gateways, für Endgeräte, für Anlagen, also dementsprechend alles, was wir so haben. Die Allnet ist gegründet worden vor gut 20 Jahren. Der damalige Gründer ist auch heute noch der CEO, der Wolfgang Markus Bauer. Der hat damals angefangen mit 3M und Cisco Produkten zu schachern und zu handeln. Aus dem Schachernhandeln ist mittlerweile ein sehr gutes Unternehmen geworden mit mittlerweile Büros in mehr als 8 Ländern. Wir haben einen sehr starken Fokus auf Asien. Da haben wir mittlerweile 2 Büros. Da arbeiten 15 Leute, die hauptsächlich, weil wir dort auch fertigen, Qualitätsmanagement und wirklich Einkauf auch machen. Also da sitzen nicht nur auch Asiaten, sondern auch europäische Kollegen, die so mal unseren Qualitätsstandard mit den Kollegen vor Ort, die dann das wirklich Falschen dann auch übernehmen, sehr gut umsetzen, sind ungefähr 200 Personen stark, haben in Italien, Frankreich, Spanien 2 Büros in Österreich und in Rumänien dementsprechend und Türkei noch Niederlassungen. Wenn Sie auf unsere Website gehen, dann gibt es 2 Bereiche. Der eine ist der Produktbereich, da sind wir Hersteller, also wirklich von Entwicklung, Hard- und Software, Fertigung, Vertrieb läuft hier eigentlich alles autark. Das ist eine komplett eigenständige Division, wobei wir auf der rechten Seite die Distribution haben und die Geräte, die wir selbst fertigen, natürlich auch hier im Vertrieb mit dabei haben, ganz klar. Die Kollegen hier beschäftigen sich mit alles rund um das Thema Netzwerk und Kommunikation. Das sind Router, Switche, Modems. Also auch für den All-IP-Anschluss, der heute schon ein paar Mal gefallen ist, haben wir das passende Modem dann auch mit dazu. Die Distribution, Firmengründung, ein wichtiger Punkt, der steht da gar nicht drauf, Moment. Jetzt habe ich es falsch gesehen. Egal. Distribution, ein wichtiger Punkt, dass wir nicht nur Unified Communication Sachen oder Produkte vertreiben, sondern Überwachung, Enterprise Wireless Networking und auch Gebäudeautomation hier sehr stark fokussiert. Das sind 4 eigenständige Bereiche, die auch autark leben könnten. Was wir sehr gerne machen, das ist, dass wir für alle Bereiche neben den führenden Herstellern, die zum Beispiel jetzt hier im Bereich UC sind, da kommt jetzt der Punkt, dass wir auch gerne Nischen besetzen. Das heißt, dass wir wissen, in ihren täglichen Projekten, im täglichen Arbeiten gibt es immer wieder Fragen, Dinge, habt ihr sowas, habt ihr hier was? Ich brauche nicht viel, aber es gibt einfach Anbieter, die Nischen füllen. Wir versuchen, diese Anbieter zu finden, sind deswegen auf sehr vielen Messen unterwegs und
Ein Punkt ist, hier so ein Headset, das mag jetzt zwar sehr trivial sein. Wir haben aber eine Anfrage vor 2 Jahren bekommen von einem sehr großen Anbieter, der hauptsächlich Softphones einsetzt, der ein Headset braucht, das Noise Cancelling hat, das einen hohen Tragekomfort hat, das aber einen Listenpreis von unter 40 Euro braucht. Da war keiner bereit, das irgendwo zu liefern. Wir haben dann den Test am lebenden Objekt gemacht. Das heißt, wir sind halt selbst sehr lange mit unterschiedlichen Headset-Typen herumgelaufen, haben dann vor einem Jahr die eigene Marke gegründet und können somit dementsprechend hier auch eine Nische besetzen, die sich für uns einfach auch dementsprechend aufgetan hat. Jetzt geht es aber zu Yerlink. Was machen die? Wer sind sie? Yerlink ist ein asiatischer Hersteller von SIP-Endgeräten, also sprich SIP-Telefonen, schnurgebunden, gibt ein Deckt-Telefon und haben die Zentrale in Asien, in Xiamen, und sitzen dort mit ca. 300 Personen, wovon ein sehr großer Teil Engineering, Entwicklung und Produktion ist. Produktion ist wie überall ausgelagert, also sprich, es wird extern produziert. Aktuell gibt es, glaube ich, um die 70 Länder, die beliefert werden. 70 Technologiepartner, 140 Länder, die dementsprechend beliefert werden. So ein bisschen Historisches, werde ich später noch was dazu sagen. Der Markt generell sieht so aus, dass Yerlink davon partizipiert, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort mit dem richtigen Produkt gewesen zu sein. Denn als vor 2 Jahren der Bereich der SIP-Telefonie, der SIP-Endgeräte auch hier in Deutschland spürbar das Wachsen angefangen hat, hat Yerlink eine neue Serie auf den Markt gebracht, die hier und auch draußen zu sehen ist, die einfach auch den Zahn der Zeit in Form, Design und auch Preis-Leistungs-Verhältnis getroffen haben. Das ist ein sehr großer Vorteil, da kommen auch diese Wachstumszahlen her. Yerlink wächst weltweit dementsprechend momentan sehr gut und ich glaube, dass wir in Deutschland mit am stärksten wachsen. Büros von Yerlink gibt es mittlerweile in der Welt dementsprechend schön verteilt. Und Partnerschaften dementsprechend auch. Da gehe ich jetzt einfach nur ein bisschen drüber, einfach, dass man sieht, wer denn momentan so ein Yerlink-Telefon auch wirklich einsetzt. Produktreihen gibt es im Bereich der Endgeräte 2. Eine T2-Serie, der obere Teil, eine T4-Serie, der mittlere Teil und eine, nennen wir es mal, Conferencing-Zone und zwar hier unten. Das wird auch ein Teil sein, wo ich später noch mehr eingehe. Der obere Bereich, diese T2-Serie, spielt im internationalen und, ich sag mal, weltweiten Umfeld eine sehr große Rolle, weil die Geräte um einiges günstiger sind wie die 4er-Serie. Sie sehen aber den Designunterschied. Wenn ich unsere Verkaufszahlen anschaue, dann haben wir über das ganze Jahr hinweg von der 2er und von der 2er-Serie einen Anteil von maximal 20% in Deutschland. Der Rest ist alles T4-Serie, einfach weil es eine optische Sache ist. Und im europäischen Umland, südlich oder östlich, ist der Preis dann doch der Treiber, wo man dann sagt, okay, das Telefon ist zwar vielleicht nicht ganz so schön, dafür ist es um 5 oder 10 Euro billiger. Das ist, kann man ganz klar so sehen. Die T4-Serie läuft mit Abstand im zentraleuropäischen, also sprich mal Dach, Niederlande, Dänemark, Norwegen, Schweden, läuft die Serie mit Abstand am besten. Vor 2013 ist die Serie dementsprechend auf den Markt gekommen. Software gibt es im Vierteljahresrhythmus in etwa. Wobei Yerlink auch, wenn es wirklich sein sollte, und es gibt ein Problem bei einer Anpassung, dass einfach es eine neue Software bei der MobiDick zum Beispiel gibt, Yerlink müsste dazu dementsprechend auch was machen, dann gibt es auch zwischen dem Jahr auch mal oder zwischen diesen Zyklen auch ein Zwischenrelease, um das ein oder andere mal auch schnell zu fixen. Also da ist Yerlink an sich schon dementsprechend flexibel. Diese 4er-Serie ist ein komplettes Paket, besteht aus 4 Telefonen. Die basieren alle auf gleicher Hardware, auf gleicher Software. Unterschied, wenn Sie von rechts nach links gehen, das 41er und 42er unterscheidet sich nur. Das 41er hat keinen Gigabit-Port. Alle anderen haben einen Gigabit-Port, auch Doppelfunktion, also man kann das Telefon oder man kann das Netzwerksignal schleifen und dahinter dementsprechend einen PC hängen. Es gibt für alle
die kein Estos oder keine CTI-Möglichkeit haben oder nutzen wollen, Erweiterungsmodule an das 46er und das 48er kann man bis zu 6 von diesen Modulen dann auch anschließen und eine richtig schöne, breite Modulwelt schaffen, um möglichst viele Kollegen auch zu sehen. Alle Geräte sind papierlos, das heißt, es gibt keine Einleger mehr, es muss nichts mehr per Hand irgendwie aufgeschrieben oder nachgeschrieben werden, sondern es wird aus der Anlage oder eben jeder individuell seine Kurzwahltasten und seine BLFs belegen können. Das ist, war ein Punkt, der vor 2 Jahren oder den vor 2 Jahren nur Yearlink hatte und somit auch dort der erste war, und das hat auch sehr viel zum Erfolg beigetragen. Der EHS 36, ein Headset-Adapter und Plantronics oder ein Jabra-Deck-Telefon anzuschließen, um dann hier am Headset auch ein Gespräch annehmen oder auch wieder beenden zu können. Der BT40, das gleiche für Bluetooth, also ein Headset mit Bluetooth-Technologie anzuschließen. Und es gibt auch von Yearlink ein einfaches, drahtgebundenes Einstiegs-Headset. Großteil davon habe ich schon erzählt. Wie gesagt, der wichtigste Punkt ist einerseits das Design, andererseits auch die Performance, dass die Geräte auch dementsprechend flott sind, um die tägliche Arbeit auch in einem gewissen Rahmen effizient zu erledigen. Das sind die Highlights, die Yearlink anführt, warum die Telefone so schön sind. Ich gehe einfach drüber, ich denke, hier stehen genug rum, dass man das auch dementsprechend anschauen kann. Das ist einfach, das Bild zeigt jetzt einfach schön, dass man kein Papier mehr hat, sondern dass man eben die BLFs hier seitlich links und rechts am Display hat und eben auch ein LCD-Keypad und das immer schön aktuell halten kann. Bluetooth, Headset und alle haben bis auf das 41er auch Gigabit. Und letztendlich kann man auch jedes Yearlink-Telefon an die Wand hängen. Das ist vielleicht auch noch ein Punkt wichtig. Alle Telefone kommen ohne Netzteil. Das heißt, alle machen PoE. Netzteile gibt es aber dann dementsprechend separat. Und hier ein kleiner Überblick, was die Geräte so im Einzelnen können. Ich werde jetzt da nicht von links nach rechts und von oben nach unten durchgehen. Das kann ich Ihnen auch, wer es mag, dann per E-Mail schicken, dass man einfach da nicht zu viel Zeit will. Neue Produkte. Die 2er Serie ist dementsprechend neu aufgelegt worden. Passiert jetzt momentan, also es ist momentan diese alte 2er, 3er Welt, die gibt es noch. Wird ein bisschen konsolidiert aus den oberen 6 Geräten, werden nur noch 5. Man legt ein bisschen was zusammen. Letztendlich ist es so, dass das ein Bereich ist, das ist, denke ich, auch wird weiter so bleiben, der hauptsächlich international wichtig ist für unseren Markt, ist die obere, ist das momentan wichtig für uns als Distributor, weil wir international unterwegs sind. Für den deutschen Markt ist es eher ja, in manchen Bereichen, aber in der Großserie nein. Neu seit oder andersrum. Letztes Jahr zur CeBIT als schon Working Sample, Prototyp, wie auch immer, vorgestellt. Ein Konferenztelefon heißt CP860. Das CP steht für Conference Phone. Und was die Zahlen haben, das kann ich leider nicht sagen. Ist ein klassisches Konferenzsystem. Wenn Sie ein paar Anzeigen darüber sehen werden, werden Sie über das Diamond Design lesen, weil es einfach so einen Schliff hat, ähnlich eines Diamanten. An sich von den Funktionen her ist es eins der wenigen, die hier auch am Gerät noch eine 3er- oder eine 4er-Konferenz initiieren können. Also man muss jetzt nicht die Funktionen der Anlage haben, sondern man kann es auch hier dementsprechend übers Gerät machen. Man kann, wie es hier am Bild zu sehen ist, 2 Mikrofone als externe Aufnahmequelle noch mit anschließen. Das heißt, wenn der Tisch ein bisschen länger ist, damit auch alle gehört werden. Es ist ein klares Display drauf, wo man gut lesen kann, wen man anruft oder was gerade reinkommt. Und es besteht die Möglichkeit, über einen USB-Stick lokal die Konferenz auch aufzuzeichnen. Und es besteht die Möglichkeit, über einen Klinkenstecker auch das Handy anzuschließen oder einen PC, um das dann auch Lautsprecher als klassisches Lautsprechersystem dann auch dementsprechend zu nutzen. Macht HD
denke ich, ist von selbst. Und das ist jetzt eine wirkliche Neuheit dieses Jahr auf der CeBIT vorgestellt. Interessanterweise war das Thema oder ist das Thema Videokonferenz im klassischen Sinne, also Konferenzraum. Man hat große Monitore, Rollwägen oder irgendwelche anderen Installationen. War bisher schön aufgeteilt. Cisco, Polycom haben sich den Markt zu, ich sag mal, jeweils 40% unter den Nagel gerissen. Da bleiben 20% übrig und die waren dann für Lifesize, für Sony und für viele, viele, viele kleine. Jelling hat uns im letzten Jahr gesagt, wir werden da in die Richtung was machen. Interessanterweise, nachdem ich ja Grandstream auch betreue, war nur kurze Zeit später Grandstream, der ja auch SIP-Telefonie, SIP-PBX und ähnliche Dinge herstellt, der Zweite, der gesagt hat, wir wollen da was machen. Und es ist jetzt noch der ein oder andere auch in den Startlöchern, der hier was nachschiebt. Also interessanterweise wird der Markt des Videoconferencings doch nochmal belebt. Die Frage nach dem Warum, weil einfach die Herrschaften sehen, es gibt hier einen etablierten Markt, der ist fest und fix und starr. Es gibt aber auch sehr viele Unternehmen, Mittelständler, kleine Unternehmen, die einfach mal Video kommunizieren möchten, aber sich keine riesengroße, teure Installation dementsprechend leisten wollen oder auch leisten können. Und das ist auch genau der Zielmarkt, den Jelling hier dementsprechend adressiert. Das sieht man im nächsten, glaube ich, ein bisschen besser. Sprich, alles, was so Small to Medium Business ist, das heißt von, an sich ist mit der unteren Zeile alles gesagt, also bis zu 8 Standorte zum Beispiel. Die Geräte können neben der Punkt-zu-Punkt-Kommunikation auch eine Mehrpunkt-Konferenz haben, also mehrere Standorte kommunizieren miteinander. Und Jelling möchte hier nicht in den Enterprise-Bereich gehen, weil Enterprise-Bereich heißt meistens Management, heißt meistens, also sprich Management der Systeme, heißt meistens ein sehr hohes Infrastrukturaufkommen. Das heißt, der Hersteller von Videogeräten muss auch irgendwo Infrastruktur in Form von irgendwelchen Firewall, Traversal oder ähnlichen Dingen mitbringen. Und das ist etwas, das überlässt Jelling ganz gerne dann den Polycoms und Ciscos und spielt sich lieber in der Welt des Mittelstands, um dort auch schnelle Entscheidungen dementsprechend herbeizuführen. Wer, ich denke mal, so ein bisschen mit Asiaten auch zu tun hat, der weiß, dass die keine langen Entscheidungswege haben wollen. Das heißt, für die ist einfach so ein Punkt, wir haben ein neues Produkt, wo ist der dementsprechend der schnellste Weg, auch in den Markt zu kommen? Wo sind die Entscheidungen dementsprechend auch schnell zu erwarten? Und das ist in der Regel im Mittelstand, weil dort einfach ein Geschäftsführer sagt, ich brauche sowas, das hilft mir und dann, wenn es finanziell passt, dann kaufe ich das auch und das müssen nicht 10 Leute gefragt werden, die irgendwie mitreden wollen. Ich gehe nochmal zurück. Es wird 2 Modelle geben, es gibt 2 Modelle. Das rechte, das VC120, ist ein System, das im Konferenzraum steht, an dem 1 oder 2 Flachbildschirme angeschlossen werden können. Und Sie die Möglichkeit haben, von sich zu einem anderen eine Konferenz aufzubauen. Das kann alles sein, was momentan in diesem Konferenzmarkt unterwegs ist. Alles, was H323 und was SIP spricht. Also sprich, eine Polycom, eine Cisco-Maschine, was auch immer dort unterwegs ist. Und Sie können logischerweise auch einen PC anschließen, um, so wie wir das jetzt machen, ich könnte jetzt auch bei mir im Homeoffice sitzen und Sie würden auch meine Folien genauso sehen. Das heißt, man kann einen PC anschließen, um den Inhalt auch zu übertragen. Die VC400, das 4 steht dann auch mit bis zu 4 Sites. Also man kann eine 4er-Konferenz initiieren, Sie selbst plus 3 andere. Und auch hier die gleiche Möglichkeit, PC anschließen. Alle sehen Ihren PC-Inhalt und jeder hat logischerweise auch die Möglichkeit, einen Laptop anzuschließen, um dort andere Zahlen, Bauteile, was auch immer, dementsprechend zu zeigen. 8 Sites gehen auch, sprich mit einer reduzierten Bildbandbreite, also sprich man hat dann eben keine 1080p, sondern noch 720p als Bildauflösung. Dafür muss man auch sagen, wenn man 4 hier hat, dann ist alles noch schön groß. Wenn man das Ganze geteilt durch 8 nimmt, dann wird alles kleiner, somit sind die Pixel wieder näher zusammen und das Bild ist an sich genauso scharf. Ja. Es wird in die Richtung in Kürze einen PC-Client noch geben, dass man also auch die Personen im Homeoffice
mit dazu nehmen kann, dass man Einzelplätze mit dazu nehmen kann. Aber das ist so das Setup, mit dem Airlink hier auf den Markt geht. Es gibt Möglichkeiten einer Demo-Unit, also wir haben Testgeräte, die in so einem schönen Flightcase drin sind. Das heißt, wenn Sie Anwendungen haben und sagen, Mensch, mein Kunde möchte sowas probieren, dann stellen wir Ihnen auch für eine gewisse Zeit so ein Ding zur Verfügung. Und dann kann Ihr Kunde das ausprobieren. Weil Video ist so ein Punkt, das alte Sprichwort Seeing is Believing ist einfach so. Man muss so ein Videokonferenzsystem, man muss es sehen, man muss schauen, wie schaut die Qualität aus, wie ist das Handling mit der Fernbedienung. Und dann ist die Entscheidung auch meist sehr schnell gefallen. Ich kaufe es oder ich lasse es eben sein, weil es dementsprechend nicht passt. Und da waren wir schon. Und das ist so ein kleiner Ausblick, was ich schon gesagt habe. Es wird Ende diesen Jahres, ich gehe aber eher davon aus, Anfang nächsten Jahres, einen Software-Client geben, der dann passt und auch eine ganz kleine Variante. Und es wird von dem T48, das draußen steht, auch noch eine etwas größere Variante geben mit Bild und Video. Das Warum ist eigentlich hier ganz einfach dargestellt. Und die Qualität, die die Geräte bieten, die ist sehr hoch. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist sehr gut. Und ich glaube auch, ich kann hier mit den beiden Passcom-Brüdern sprechen, dass auch der Support, den Yearlink bietet, doch recht flott ist. Ja, das ist okay. Also somit, wenn es irgendwo brennt, dann fühlt man sich nicht irgendwo alleine. Muss ja Chinesisch können. Das macht nichts, aber das könnte ja dementsprechend perfekt. Das ist für Yearlink eine ganz wichtige Folie. Und das kann ich durchaus auch bestätigen, weil wir die Ausfallraten auch von anderen Herstellern sehen. Querbeet ist die Ausfallrate bei Yearlink schon sehr, sehr gering. Ja, also ich muss schon sagen, da ist die Hausaufgabe gemacht. Das noch ein Zusammenschnitt. Und dann bin ich auch schon durch und sage vielen Dank. Gut, danke dir. Für die Präsentation, gibt es irgendwelche Fragen zu diesen Telefonen? Bitte sehr. Das Videokonferenzsystem, dieses 400er, funktioniert das über einen zentralen Dienst, dass man sich irgendwie anmeldet, die Videokonferenz, und dann wird sie verteilt, oder ist es ein geschlossenes System? Das ist ein klassisches Endgerät, das Sie in Ihr Netzwerk hängen, das hat eine IP-Adresse. Und somit wählen Sie dann den Konferenzpartner an, den Sie möchten. Also Sie brauchen an sich außer Netzwerkanschluss nichts anderes dazu. Keine PBX, kein gar nichts. Es würde über SIP laufen, das heißt dann wie ein klassisches SIP-Endgerät, wie ein Telefon. Im Videokonferenzbereich ist der Standard, sagen wir, SIP zu H323, 20% SIP, der Rest spricht wirklich H323. Und dann haben Sie bei sich im Büro ein H323-Gerät und mit einer IP-Adresse und dementsprechend damit wähle ich Sie auch an. Also keine Plattform, kein irgendwo Gerät, das man dementsprechend irgendwie braucht. Okay, weitere Fragen zum Thema Yearlink? Vielleicht das Thema ganz kurz, das Thema Testen und Probieren generell. Also auch wenn Sie für ein Kundenprojekt dementsprechend ein Endgerät brauchen oder derer zwei, irgendetwas, das der Kunde sagt, ich würde es mir gerne anschauen, bevor ich es kaufe, auch das ist kein Problem. Wir haben einen Pool von Demo-Geräten, von Testgeräten und der ist nahezu unerschöpflich, also da kann man immer dementsprechend was rausnehmen. Ja. Also fragen Sie einfach. Gerne logischerweise auch über euch. Ja. Also Yearlink ist wirklich sehr großzügig mit Demo- und Testgeräten. Ja. Ist so. Über Allnet. Okay. Okay. Dann danke. Danke, Richard. Für den Vortrag.